Moin und Waldmannsheil vom Team Winz. Damit aus unserem erlegten Bock eine wirklich schöne Erinnerung und Trophäe gewonnen werden kann, brauchen wir eine Abschlagevorrichtung. Die wollen wir Ihnen einmal näher vorstellen. Spannen wir einfach den Schädel in die Vorrichtung ein. Man hat hier vorbereitet im Prinzip zwei, die entsprechend in die Augenhöhle greifen, um den Schädel passend zu fixieren. Jetzt kommt es darauf an, so viel Druck aufzubringen, dass der Schädel wirklich beim Sägen gut gehalten wird. Dazu bringe ich hier oben entsprechend Druck auf die Vorrichtung, schraube diese fest. Der Schädel soll also wirklich fest sitzen, aber natürlich möchte ich nicht, dass der Schädel Schaden nimmt. Ordentlich festdrehen. So. Also wirklich, dass der Schädel fest sitzt und nachher nicht beim Sägen verrutschen kann. Das ist wichtig, weil sonst ärgern wir uns später. Jetzt kann ich entscheiden, wie lang ich im Prinzip den Schädel haben möchte, indem ich hier entsprechend die Einstellung für den Sägeschnitt wählen kann. Wie lang soll also nachher der Schädel sein? Um mal zu schauen, wo der Sägeschnitt lang geht, führe ich einmal vorher am Schädel entlang. Ein wenig mehr abschneiden kann ich nachher immer noch dran schneiden, ist sehr schwierig. Gut, prüfen wir also nochmal, ob der Schädel wirklich gerade drin ist. Das sieht gut aus, die Abstände sind gleich. Der Schädel ist fest eingespannt. Das passt alles. So, wir justieren mal grob. Ich habe hier oben auch Raster an der Vorrichtung, so dass ich weiß, ich kann einen geraden Schnitt durchführen. Andersrum, dann geht das auch. So, was haben wir denn da? Wir haben hier bei der 1, 2, 3 dritten Raste dran vorbei. Fixieren das auch wieder richtig fest, dass uns das nachher nicht verrutschen kann. Gut. Ja, das war's im Prinzip. Wir setzen jetzt die Säge an. Schauen noch mal, ob ich dort entlang säge, wo ich hin möchte. Das passt alles. Und beginne jetzt mit dem Sägen an sich. Viel Freude bei der Bockjagd, aber auch viel Freude bei den Erinnerungen mit Ihrer Trophäe wünscht mit Waldmannsheil das Team Winz.